Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind doch Abrahams Samen, sind niemals jemandes Knechte oder Sklaven gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Hause, der Sohn bleibt aber ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Freiheit braucht doch nicht nur der, der in Ketten eingeschmiedet ist, so wie es dann die Galeerensklaven waren. Freiheit braucht auch nicht nur Nikolai Chrapow, der in den 50er Jahren in den Goldminen in Sibirien arbeiten musste, wo man die Häftlinge an die Schubkarre angekettet hat, dass sie sich nicht an dem Gold bereichern, das er sowjetisches Eigentum war. Und wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, hat aber auch andere Zusammenhänge. Ich möchte aus der jüngsten Vergangenheit etwas weitergeben und damit kommen wir schon in die Fußspuren, in die Gegenden Sibiriens, wo auch die gefürchteten Straflager waren. Gerade im fernen Osten, in Jakutien, war das berüchtigte Todeslager, in dem Georgi Wiens, den Namen habe ich gestern schon erwähnt, einige Jahre in Haft war. Und da hat sich Gott auch an ihm erwiesen. Aber Folgendes passierte im Herbst 1993. In Ostsibirien lebte eine Familie. Der Mann war Förster und sie hatten drei Kinder und sie waren beide, er und auch sie, überzeugte Kommunisten gewesen. Nach der Wende brach für die Frau eine ganze Welt zusammen. In der Suche, was stimmt denn jetzt, was ist Wahrheit, ging sie dieser Wahrheitsfrage nach und fand dann die Wahrheitsfrage in Christus beantwortet. Sie bekehrte sich und wurde ein neuer Mensch. Sie hielt sich zur Gemeinde. Das gefiel ihrem Mann überhaupt nicht, machte sich immer lustig über sie. Sie bezeugte Christus in einer schlichten, einfachen Weise. Dann war es im November 93, da kam er nach der Wende, dass er wieder seinen Rundgang hatte durch sein Revier. Er hieß Jewgeni Severin und er packte seinen Rucksack mit Proviant, Munition, schulterte sein Gewehr und ging los. Es schneite und er wurde müde, er wollte sich etwas ausruhen und etwas zu sich nehmen. Und während dieser Rast plötzlich taucht ein Bär vor ihm auf. Es ging alles so blitzschnell, der Bär stürzt sich auf ihn, der war ausgehungert und greift ihn an. Beißt zweimal in sein Gesicht, da war eine Teil der Gesichtshälfte weggefressen, die ganze Mund-Nasenpartie, ein Auge war weg. Es war ein Kampf über Leben und Tod. Unglücklicherweise fiel er mit dem Rücken auf sein Gewehr. Und in letzter Verzweiflung, denn es ging ja jetzt um Sekunden, kriegte er den Abzughahn seines Gewehrs zu packen unter seinem Rücken, schießt einfach zweimal drauf los. Der Bär schreckt auf durch die Schüsse, lässt von ihm ab und verschwindet. Da liegt er in seinem Blut. Das eine Auge, was ihm noch blieb, hing heraus. Da fiel der Mann auf die Knie und schreit zu Gott. Er konnte nichts mehr sehen, er war blutüberströmt, war rettungslos verloren. Und er fiel auf die Knie, schreit zu Gott. Gott, wenn es dich wirklich gibt, von dem meine Frau mir so oft erzählt hat, dann rette mich bitte. Der beschreibt dann weiter, wie er sich von unsichtbarer Hand geleitet fühlte, und erreichte trotzdem durch den ostsibirischen Urwald, erreicht er sein Dorf.
Und dann die Leute entsetzt. Er sah entsetzlich aus, als sie ihn sahen. Einige Männer erkennen ihn an der Kleidung. Das muss doch unser Förster Jewgeni Sewerin sein. Schnell ein Anruf nach Wladiwostok im Krankenhaus. Sie schicken einen Hubschrauber. Er wird nach Wladiwostok geflogen. Die russischen Ärzte geben ihm keine Hoffnung. Flicken ihn notdürftig zusammen und schicken ihn wieder nach Hause. Und so lebte er dann 2 Jahre lang ohne Gebiss. Was seine Frau da an Liebe erwiesen hat, da kann man nur staunen und ich habe großen Respekt vor ihr. Aber dann gelang es, durch Vermittlung einen Platz in einem Spital in der Schweiz zu vermitteln. Und die Schweizer Chirurgen haben eine Meisterleistung vollbracht, ihm ein neues Gesicht rekonstruiert. Aber Gott gebrauchte den Bären, um den Mann in seinem Hochmut, oder darf ich sagen, in dem Gefängnis seiner kommunistischen Denkweise zu zerbrechen. Um die Freiheit in Christus zu erfahren, Vergebung der Schuld, ewiges Leben. Er war jetzt im Frühjahr wieder in der Schweiz zur Nachbehandlung. Unsere Brüder trafen sich mit ihm. Und hier ist etwas beschrieben von seiner Geschichte. Wem es nicht zu grausig ist, auch Bilder von wie er vorher aussah, wie er heute aussieht. Es ist zum Staunen, welche Wege Gott beschreitet, um die Seinen zu sich zu ziehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Wölfe von Gott gebraucht werden, um Menschen zur Bekehrung zu bringen? Da greife ich weiter zurück in die Vergangenheit. Früher, während der kommunistischen Zeit, war es ja so, dann mussten immer wieder großartige Referenten der kommunistischen Partei in den Dörfern und Städten Vorträge halten, um die Leute für den Kommunismus zu begeistern. Und solch ein glänzender Redner war es dann auch, der dann wieder so eine Vortragsreihe zu halten hatte von Dorf zu Dorf. Und er hatte dann vormittags einen Dienst getan in einem Ort in Sibirien. Der nächste Termin war abends, dann schon 20 Uhr in dem nächsten Ort. Und er sagte dann Nachmittag, ich möchte dann zu Fuß gehen, etwas für meine Gesundheit tun. Er ging dann los, es war schon so Mitte des Nachmittags und es brach die Dunkelheit herein. Und man hat ihm den Weg erklärt, wie er zu gehen hatte und so ging er. Und so ging er, plötzlich hörte er, es war klirrend kalt, es war Winter, hörte er Wölfe. Und die Wölfe rückten näher, näher und näher und machten einen Kreis um ihn und rückten immer bedrohlich näher. Er zögerte zu gehen, er blieb stehen, Wölfe rücken näher. Immer wieder hat er Vorträge gehalten, dass es keinen Gott gibt. Und immer wieder nach fadenscheinigen Argumenten das angeblich bewiesen, dass es keinen Gott geben kann. Als er aber die Gefahr der Wölfe sieht, die ausgehungert waren, fällt der Mann dann schließlich auf die Knie, als sie dann schon in bedrohlicher Nähe waren. In dem Moment, als er auf die Knie fällt und seine Hände faltet, bleiben die Wölfe stehen. Dann atmet er auf, denkt, vielleicht kann ich doch jetzt weitergehen. Kaum richtet er sich auf, rücken die Wölfe näher, fällt wieder auf die Knie und betet. Er wagt nicht mehr aufzustehen und betet die ganze Nacht hindurch. In dem Ort, wo er hin sollte, war die Versammlung da, aber der Hauptredner fehlte. Er kam nicht. Und schließlich beim Morgengrauen verschwanden die Wölfe und er ging in das Dorf. Wird er dann von dem Parteivorsitzenden des Dorfes gefragt, ja, wo bist du denn geblieben? Alle haben auf dich gewartet, eine große Enttäuschung. Ja, ich kann diese Vorträge nicht mehr halten. Nein, Herr, das geht nicht. Wir haben mit dir gerechnet. Wir haben den Leuten gesagt, heute Abend wird es dann sein. Ich kann nicht mehr. Ja, warum denn nicht? Ich kann nicht mehr gegen Gott reden, weil ich Christ geworden bin. Ich habe mich in dieser Nacht bekehrt. Ja, bist du denn verrückt geworden? Wir haben auf dich gerechnet. Ja, wer hat dir denn den Kopf verdreht? Wird er dann angeschrien. Ja, die Wölfe draußen in der Tundra. Die haben es geschafft. So macht Gott auf seine Weise Geschichte.
Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Aber jetzt gehen wir den Spuren nach in den Gefängnissen und Straflagern, wie es dort war, wie Christus sich auch da bezeugt hat. Hier sehen wir einen Teil des Kremlgebäudes. Vom Kreml erinnern wir uns noch gestern, Bibelverteilung im Kreml. Man muss bedenken, der Zentrum des Atheismus. Vom Kreml aus gingen die ganzen Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts die Planungen der kommunistischen Weltrevolution, die Vernichtung, Zerstörung der Gemeinden und der Heiligen Schrift. Umso größer auf diesen Hintergrund ist für mich das Wunder, dass wir da Gottes Wort verteilen durften. Aber von hier wurden alle Befehle gesteuert. Die Gerichtsurteile in den einzelnen Gerichtssälen in der früheren Sowjetunion waren nur Scheinprozesse. Das Urteil wurde von hier gefällt. Der jeweilige Richter hatte dann das Strafmaß schon von Moskau aus diktiert bekommen und von daher liefen dann die Dinge. Wenn dann hier, wie hier eine freie Gemeinde in der Ukraine, plötzlich während des Gottesdienstes, plötzlich es knistert und knackt und das Dach einstürzt, nicht weil es baufällig geworden ist, sondern aufgrund brutaler Gewalt, dass auf Befehl des Geheimdienstes das Dach zum Einstürzen gebracht wurde. Mit welcher Inbrunst gebetet wurde, das kann man dem Jungen vom Gesicht ablesen. Das Gebet des Glaubens, das hat letzten Endes die Wende eingeleitet. Oder das war hier 85 in Sibirien. Wollen die Geschwister zum Gottesdienst zusammenkommen? Und über Nacht auf Befehl des Geheimdienstes haben Bauarbeiter das ganze Gemeindehaus dem Erdboden gleichgemacht. Wurden jetzt Steine gesammelt, um eine Revolte anzuzetteln, wäre ohnehin sinnlos gewesen. Denn der Sowjetstaat verfügte über alle Mittel, war ja bis an den Zähnen bewaffnet, wenn man allein an die SS-Raketen denkt, SS-20-Raketen und so weiter. Aber das Gebet des Glaubens, das hat den Kreml zum Einsturz gebracht. Und hier liegt das geistliche Geheimnis. Denn sie ließen bei der grimmigen Kälte, man kann es an dem Reif sehen, an den Bäumen, nicht den Gottesdienst ausfallen. Sie ließen sich durch Gottes Wort trösten und beteten für die Verfolger. Das war die Kraft des Glaubens. Abtransportiert mit dem Gefangenentransporter wurden dann die Gemeindeleiter, Prediger, auch junge Mädchen, die Kinderstunden gehalten haben, wurden gleicherweise verhaftet, verurteilt, kamen dann in die Straflager. Wer schon mal ein ehemaliges Konzentrationslager des Dritten Reiches gesehen hat, ähnlich sehen die Straflager aus. Mit mehrfachen Umzäunung, Stacheldraht unter Hochspannung, Minengürtel, auf den Wachtürmen Soldaten mit entsicherten Maschinengewehren. Wehe dem Häftling, der zu nah an die Feuerzone kam, an dem Innenbereich, der durfte ohne Vorwarnung niedergeschossen werden. Das an Flucht war doch wohl nicht zu denken. Wenn dann die Häftlinge eingeführt wurden, wurden sie total kontrolliert. Wer konnte es wagen, Gottes Wort reinzuschmuggeln? Bei David Klaassen erlebte es, seine Frau hat beim Besuch ihm ein Kalenderblatt reingebracht. Es gelang ihr in einem Versteck mit einem Bibelvers. Das wurde bei ihm entdeckt. Er kam dann für 2 Wochen in den Karzer. Die Zustände habe ich eben erklärt. Alexandra Kozarezova, sie hat einen sehr vorbildlichen Dienst geleistet.
in der Diakonie an den Häftlingsfamilien. Denn wenn der Vater entrissen wurde, fehlte der Ernährer, die Mütter mussten dann irgendwo im Billigjob arbeiten, aber sie mussten dann auch noch Bußgeldstrafen erleben oder Konfiszierung des Privateigentums. Dann kamen Möbelwagen vorgefahren mit Geheimdienstleuten, die dann alle Möbel wegtrugen. Was dann den Familien blieb, war kümmerlich wenig, manchmal nur eine Matratze zum Schlafen, Kisten, die dann als Tisch benutzt wurden und dergleichen. Und diese Frauen standen ihr zur Seite. Alles Frauen und Geschwistern, deren Männer im Straflager waren oder im Untergrund wirkten. Und was sie geleistet haben, die wurden auch steckbrieflich gesucht damals, ist enorm. Ich habe großen Respekt vor dem Mut, den diese Frauen aufgebracht haben. Und Christus ließ sie nicht alleine. Hier Galina Wilschinskaja, die Schwester in der roten Strickjacke. Sie hatte Kinderstunden gemacht in ihrer Heimatgemeinde in Brest. Sie wurde dann verurteilt zu 3 Jahren Lagerhaft in einem Frauenlager nach Wladiwostok. Man muss mal mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren sein, von Brest bis Wladiwostok, da muss man 8 Tage und 8 Nächte fahren und durch 5 Zeitzonen hindurchfahren. Man hat es absichtlich gemacht, so weit weg von zu Hause, damit ihre Eltern es nicht sie besuchen können. Die Eltern waren auch zu arm, der Vater war Gemeindepastor, war selbst 2-mal in Haft gewesen. Aber die Gemeinde legte Geld zusammen und eines Tages war die Summe da, um den Eltern wenigstens einmal in diesen 3 Jahren den Besuch zu ermöglichen. Und als der Vater das Frauenlager betrat, wo seine Tochter war, war er erschrocken. Sowas hat er in seinem Leben noch nicht erlebt gehabt, dass durch die Ritzen der Barackenwände zwischen den Brettern der Wind den Schnee in die Baracken trieb und in der Baracke schmolz der Schnee nicht. Jeden Morgen mussten die Häftlinge in gefrorene Stiefel steigen und auch sie und Schwerstarbeit leisten, im Steinbruch, Holzfäll arbeiten und dergleichen mehr. Sie war gesundheitlich völlig ruiniert, denn die Nahrung war alles andere als gesundheitsfördernd, sondern die Verköstigung der Häftlinge war extra darauf abgezielt, langsam aber sicher den Menschen kaputt zu machen. Sie war als Gläubige völlig allein in diesem Frauenlager mit etwa 3000 Häftlingen. Dem Geheimdienst genügte es noch nicht. Sie wollten die Qual noch verstärken. Und da wurden Häftlingsfrauen noch bestochen, sie zu quälen. Und eine Anführerin sammelte eine rottete Frauen zusammen. Sie war eine mehrfache Mörderin und überfielen sie eines Abends. Sie wurde bis zur Besinnungslosigkeit verprügelt. Man überließ sie ihrem Schicksal und nach 3 Tagen kam diese Anführerin auf Galina zu und sagte, entschuldige bitte, was wir dir angetan haben, war doch zu schlimm. Aber sag doch mal bitte, wir können es nicht verstehen unter uns Häftlingen, dass du nicht fluchst, dass du uns liebst und wir spüren dir ab, dass du keinen Hass in deinem Herzen trägst. Wie kannst du das überhaupt noch? Und dann konnte sie bezeugen, dass Christus ihr Herr ist, dass sie die Freiheit erlebte. Wer der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und dieses schlichte Zeugnis aus dem Munde von Galina traf das Herz dieser Verbrecherin, dieser Mörderin. Und sie sagte, Galina, kann dein Heiland mir denn auch noch vergeben? Nach dem, was ich alles angerichtet habe in meinem Leben? Ich habe manches Mal versucht, aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Als kleines Mädchen bin ich schon in die Verbrecherlaufbahn gekommen und ich komme nicht raus, obwohl ich es manchmal versucht habe. Und dann konnte Galina ihr bezeugen, dass Christus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Die Frau bekehrte sich und wurde ein neuer Mensch und sie erlebte es, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und für Galina eine ganz große Freude. Jetzt hatte sie endlich eine Glaubensschwester, mit der sie beten konnte in diesen schrecklichen Verhältnissen. Und dies ist dann am Tage ihrer Entlassung im Kreise ihrer Verwandten und Freunde. Und sie danken Gott
für das große Wunder, das er getan hat. Und die Spuren gehen bis heute nach, denn nach der Wende, sie hat inzwischen geheiratet, hat Familie, dann klingelte eines Tages das Telefon. Und es meldet sich bei ihr ihre frühere Lagerchefin und sagt: Galina, hast du den Mut, nochmal zurückzukommen in unser Frauenlager und den Häftlingen von deinem Heiland zu bezeugen? Das hat sie gern getan. Sie fuhr dann wieder zurück nach Vladivostok, hat den Dienst getan und hat sie dann vermittelt mit der freien Gemeinde in Vladivostok, die dann eine regelmäßige Betreuung in diesem Straflager machen. Und so hat auch da Gott die Türen geöffnet. Oder hier ist der Gemeindepastor aus Issyk und Johann Steffen mit seiner Familie. Er war insgesamt 13 Jahre in Haft. Ihm hat man sehr zugesetzt. Aber der Herr stand ihm bei. Er ging nicht als gebrochener Mann wieder heraus, sondern im Glauben bewährt und gestärkt. So wurden die Lagertore bewacht mit entsicherten Gewehren, die Soldaten, Hunde, die abgerichtet waren auf Häftlinge, Bluthunde. Wenn sie auf einen Häftling losgelassen wurden, kam der nicht mit dem Leben mehr davon. Das war ausgeschlossen. Wie konnte man da Gottes Wort hineinbringen? Und da haben wir uns etwas ausgedacht, was auch da die strengsten Kontrollen geschafft hat. Solche kleinen Mini-Evangelien in den 80er Jahren, die so speziell in einer speziellen Fertigung auf Kunststoffpapier gedruckt wurden, dass sie widerstandsfähig sind und seinesgleichen sucht. Denn diese Büchlein haben dann Frauen für ihre Ehemänner, Mütter für ihre Söhne und Töchter im Brot oder Kuchen eingebacken, durch die Kontrollen bekommen. Diese kleinen Büchlein, wir hatten alle vier Evangelien in diesem Format, gingen dann durch die Häftlingsbaracken. Und wenn da plötzlich ein Offizier in der Tür stand und eine Durchsuchung machte, dann konnten in der Ecke, wo Häftlinge in diesem Büchlein lasen und sich erbauten, ganz schnell das Büchlein in den kochenden Teekessel verschwinden lassen. Und da packt kein Offizier rein in den kochenden Teekessel. Und so blieben sie verschont und erreichten die Herzen der Häftlinge. Könnt ihr euch vorstellen, dass George Wiens, der Besitz eines solch kleinen Büchleins, ein Johannesevangelium, ihm das Leben gerettet hat? Folgender Zusammenhang: Er war in dem berüchtigten Todeslager in Jakutsk. Darum bekannt als Todeslager, weil die Haftbedingungen so schlimm waren, dass die wenigsten Häftlinge das überlebten. George Wiens gehörte zu denen, der es überlebte. Das hat Gott geschenkt. Aber man hat ihn immer wieder in eine andere Zelle verlegt, damit er mit der Zeugniskraft, die er hatte, nicht noch mehr Häftlinge zu Christus führt, wollte man ihn brechen. Und so wurde er in eine Zelle gebracht, in der 12 Schwerverbrecher saßen. Die meisten waren mehrfache Mörder. Und diesen Verbrechern hat man die Information zugespielt: Wiens, der morgen zu euch in die Zelle kommt, das ist ein Verräter. Der arbeitet mit dem Geheimdienst Hand in Hand. Und wer bei den Verbrechern in Verdacht stand, Spionage zu treiben mit der Lageradministration, der lebte nicht mehr lang. Der Plan lag fertig: Nächste Nacht, wenn Wiens in die Zelle kommt, in folgende Nacht, wird der Mann umgebracht. Und als Bruder Wiens in diese Zelle kam, merkte er an der ganzen Atmosphäre: Hier stimmt etwas nicht. Er ahnte nichts Gutes. Niemand sprach ein Wort mit ihm. Er setzt sich auf seine Pritsche, betet im Stillen und liest in seinem hereingeschmuggelten Johannesevangelium. Da kam der Anführer auf ihn zu, brüllt ihn an: Hör mal, was liest du da? Gib her! Da reißt er ihm das Büchlein aus der Hand. Und dieser Schwerverbrecher liest einige Passagen im Johannesevangelium. Und er wird stutzig. Dann fragt dieser Verbrecher: Hör mal, glaubst du überhaupt, was hier drin steht? Da sagt Wiens: Das glaube ich nicht nur,
sondern das habe ich auch gepredigt und darum bin ich hier als Häftling unter euch. Da sagt dieser Schwerverbrecher zu seinen Leuten: Jungens, einer, der sowas glaubt, kann kein Spion sein. Da hat der Geheimdienst uns reingelegt. Sofort veränderte sich die ganze Atmosphäre in der Zelle. Wiens ist plötzlich gefragt. Dies Büchlein geht von einem Verbrecher zum anderen. Und einer nach dem anderen kommt zu Bruder Wiens in die Seelsorge und findet die Freiheit in Christus. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. So sind da einige, aber ich bin gespannt, am Tage des Herrn noch zu erfahren, was der Herr sonst noch alles geschafft hat, was wir heute noch gar nicht alles wissen können. Aber so hat der Herr behütet und bewahrt, dass man nur staunen kann. Umso größer für uns dann die Tatsache, dass wir nach der Wende in Straflager durften. Von Galina Wilschinskaja zurück in das Frauenlager nach Wladiwostok habe ich erzählt. Als ich mit Jakob Eser 91 eine Missionsreise hatten in der Nähe von St. Petersburg, da erlebten wir Folgendes. Wir hatten eine Freiversammlung am Tage. Abends hatten wir immer eingeladen ins Zelt. Und bei der Freiversammlung tauchte plötzlich ein Offizier des sowjetischen Geheimdienstes auf. Und dieser Mann hörte sich alles an und am Ende sagte er zu uns: Hört mal, ihr müsst mit eurer Botschaft ins Straflager. Es ist nicht weit von hier. Da sagten wir ihm: Hören Sie mal, machen Sie doch keine Witze. Es geht doch gar nicht. War zu der Zeit noch nicht dran zu denken. Nein, nein, sagte er, ich sorge dafür. Und er setzte es durch bei seinen Vorgesetzten. Wir durften in das Straflager hinein. Und kartonweise Testamente, Bibeln, Traktate durften wir reintragen und unter die Häftlinge verteilen. Wir machen auch in Deutschland Gefängnisarbeit. Bei einem Gottesdienst in einem deutschen Gefängnis, da ist eine ganz interessante Geräuschkulisse. Da wird man ausgepfiffen, ausgelacht, da laufen Häftlinge rein und raus. Das ist normal in einem Gefängnisgottesdienst. Aber dort hörten die Verbrecher zu, kann ich sagen. Das habe ich so noch nie erlebt. Und am Ende sagte der Lagerleiter: Kommt wieder, die Tür ist offen. Und aus diesen Öffnungen in den Anfang der 90er Jahre ist eine Arbeit geworden, die dann in der Radikalität noch weiterging. Hier durch das offene Straflagertor in Charkow konnten wir sogar mit einem unserer LKWs reinfahren. Und was hatten wir an Bord? Das, was früher so schrecklich verfolgt war, worum es heute Abend noch geht, um die bekämpfte Bibel, das gleiche Wort Gottes, durften wir frei dort verteilen. Die Offiziere kamen, den Inhalt zu überprüfen. Es war ja alles genehmigt, aber sie mussten ja ihre Pflicht tun. Und dann haben die Offiziere selbst mitgeholfen, auszuladen. Alles war bestens in Ordnung. Dann wurden die Häftlinge gesammelt in den Vortragssaal. Diese Vortragssäle gibt es in allen Gefängnissen und Straflägern Russlands. Das war früher, vor der Wende, wurden immer wieder Referenten aus der kommunistischen Partei eingeladen, um durch glänzende Referate über den Kommunismus aus diesen Verbrechern gute Kommunisten zu machen. Dass das nie funktioniert hat, das haben die Lagerchefs viel schneller begriffen als die Herren im Kreml. Aber dass am Evangelium eine lebensverändernde Kraft steckt, das konnten sie Tag für Tag an den gläubigen Häftlingen studieren. Auch wenn sie ihnen das Leben manchmal zur Hölle gemacht haben. Aber insgesamt haben sie einen tiefen Respekt vor dem Glauben und vor dem Evangelium bekommen dadurch. Nur so kann ich es mir erklären, dass nach der Wende in einer Kettenreaktion ein Straflager nach dem anderen sich für die frohe Botschaft öffnete. Die Offiziere, die Lagerchefs sagten: Kommt, bringt unseren Leuten die frohe Botschaft. Und daraus ist etwas Wunderbares geworden. Mit welcher Hörbereitschaft die Verbrecher zuhören, von denen 95% Blut an den Händen haben. Die verbrecherische Vergangenheit hat sich tief eingegraben in den Herzen und Gesichtern dieser Männer. Und diese Männer in diesen Häftlingskleidern sind zu bedauern. Die allermeisten sind als kleine Jungens aus zerrütteten Ehe- und Familienverhältnissen auf die schiefe Bahn gelangt, in den staatlichen Kinderheimen, die berüchtigt sind als Brutstätten der Kriminalität.
So kennen sie in diesem Teufelskreis nichts anderes als Mord und Totschlag, Raubmord im Kampf ums Überleben. Und doch, auch in ihren Herzen ist eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Die kann man nicht wegwischen, man kann sie manchmal unterdrücken, jawohl. Aber das Gewissen ist nicht tot zu kriegen. Das ist wahr, was der Kirchenvater Augustinus sagt. Zu dir hin sind wir geschaffen und unser Herz kann nicht eher zur Ruhe finden, als bis es Ruhe findet. Gott in dir. Und diese Hoffnung, diese Sehnsucht leuchtet aus den Augen dieser Männer heraus. Gibt es für uns noch Hoffnung, die wir eigentlich nichts Besseres verdient haben? Und es ist doch auch wahr, dass für diese Männer in diesen Häftlingskleidern Christus gestorben und auferstanden ist. Und diese Botschaft wird gehört. Schaut diese Gesichter an. Von der Vergangenheit, die gleichen, die wir eben gesehen haben. Aber welche Veränderung der Gesichtszüge. Sie gehören mit zu den gläubigen Kreis in diesem Straflager. Schwerverbrecher, die durch Christus neues Leben gefunden haben. Wie ihn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Oder wie es Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, dann ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und so macht Gott Geschichte an den Herzen dieser Männer, die sich dann regelmäßig zur Bibelstunde treffen. Allein in Charkow sind es jetzt etwa 200 gläubig gewordene Verbrecher, die sich regelmäßig treffen, wo ein Häftling dem anderen Gottes Wort auslegt. Hier sehen wir einige mehr von ihnen. Sie singen zur Ehre Gottes ihre Lieder den ihren Kollegen, mit denen sie früher gemeinsame Verbrechen begangen haben. Aber hier ist der Schnitt, den das Kreuz bringt, genauso wie auf Golgatha. Der Schnitt zwischen den beiden Verbrechern. Der eine blieb in seiner Verhärtung, wollte von der Gnade nichts wissen und der andere hat es begriffen. Und so geht die Schneise auch durch die russischen Gefängnisse und Straflager heute in den Jahren nach der Wende. Hier rechts im Bild, Viktor Moscher, er ist Evangelist, war selbst zweimal in Haft gewesen, früher vor der Wende. Und so manche kennen ihn noch von damals. Er ist wie ein Vater für diese Männer. Hier sehen wir den Lagerchef, höchstpersönlich von Charkow. Er ist sehr offen fürs Evangelium. Links ist Jakob Janssen, einer unserer Brüder. Und er sagt, der Lagerchef selbst sagt, die ganze Atmosphäre im Lager verändert sich zunehmend unter den Tausenden von Häftlingen, die ich habe, durch den Kern der gläubigen Häftlinge. Die Brutalität geht zurück. Der ganze Strafvollzug ist für uns wesentlich leichter geworden. So waren wir auch überrascht, als dann wieder mal, wenn wir das Lager besuchten, der innerste Sicherheitszaun, ja, die berüchtigte Feuerzone war weg, der innerste Zaun war weg. Wieso ist das möglich? Da sagt er, ja, das haben wir den gläubigen Häftlingen zu verdanken, die die ganze Atmosphäre verbessert haben. Ein ganz starkes Zeugnis für die Gläubigen. Einladung zum Ostergottesdienst im Straflager. Aber diesmal nicht für die Häftlinge, sondern für das Wachpersonal und deren Ehefrauen. Der gemischte Chor der Gemeinde war mit dabei. Und so sehen wir hier das Publikum, von denen ich sagen möchte, 99% haben niemals einen Gottesdienst mal miterlebt. Sie waren alle handfest im Kommunismus aufgewachsen und auch sie hören zu. Auch in diesen Uniformen stecken Geschöpfe Gottes. Manchen sieht man es an, die unter der Gefangenschaft der kommunistischen Denkweise wie ein Eiskruste das Herz hart gemacht haben. Und man denkt, es prallt alles ab. Andere waren bis zu Tränen gerührt. So wirkt Gott in seiner Weise durch das Evangelium. Aber auch in diesen Uniformen stecken Menschen, für die Christus sein Blut vergossen hat. Auf Golgatha, vergessen wir das nicht. Die Verhärtung ist letzten Endes durch die kommunistische, atheistische Ideologie gekommen. Aber noch mehr, diese Männer sind zu bedauern. Denn während in der kommunistischen Partei hieß es,
Willst du weiterkommen und Karriere machen, musst du andere kaputt machen, treten und getreten werden. Das war der Umgang in der Partei. Und die man dann durch Intrigen und durch Gemeinheiten kaputt gemacht, entrechtet hat und deren Persönlichkeit man ruiniert hat, die fanden sich dann als Straflagerpersonal wieder. Es war eine Degradierung für sie, wenn sie aus dem Militär oder aus anderen Bereichen da abkommandiert wurden im Straflager, um die Häftlinge zu bewachen. Die dann ihre Wut an die Häftlinge ausgelassen haben, kann man dann menschlich verstehen. Und sich viele schuldig gemacht haben. Görge Wiens erlebte das folgendermaßen. Da eines Tages rief ihn der Lagerchef in sein Büro und dann ging er mit ihm raus ans Lagertor. Er hatte ja als Lagerchef die Vollmacht, dass das Tor geöffnet wird, ging mit Wiens heraus auf die Steppe. Und als er wusste, hier ist kein Abhörgerät, hier hört kein Dritter mit, dann hat dieser Lagerchef seine ganze Wut über die Partei vom Herzen geredet. Er wusste, Wiens verrät mich nicht. Hier habe ich einen Mann, der zuhören kann. Und als er das getan hatte, gingen sie zurück ins Lager. Aber Wiens sah die Not dieser armen Männer und betete für sie. Und auch von ihnen, dass sogar Offiziere zum Glauben kommen, da kann man nur staunen. Hier in einer Offizierschule, in der Offiziere des Militärs, Wachpersonal in den Lagern und der Miliz geschult werden. Und einige von ihnen kamen dann nach der Versammlung, die ihr weiß, wurden Testamente verteilt, kamen sie, warum haben wir euch damals doch nur so verfolgt? Wir waren verblendet. Wir meinten wirklich, ihr seid als Christen die Feinde unserer atheistischen Gesellschaft. Wir haben uns schwer getäuscht. Entschuldigt bitte. So zieht der Herr seine Kreise. Daran kann auch diese kommunistische Prominenz, die wir da hinten auf dem Porträt sehen, Marx, Engels, Lenin, nichts mehr daran ändern. Die Ideologie hat kaum noch Bedeutung in den Herzen der Menschen. Eher die Frage nach der Wahrheit. Dies ist ein Frauenstraflager in Gomel in Weißrussland. Hier machen die Frauen einen Rundgang auf ihrem Spazierhof. Da dürfen sie mal aus der Zelle heraus. Hier sind diese Frauen, bedauernswerte Frauen. Was da die Sünde aus diesen armen Frauen gemacht hat, ist entsetzlich. Da stockt einem das Blut in den Adern, wenn man das sich vergegenwärtigt. Das kann man gar nicht alles aufzählen. Und doch, wenn die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Diese Frauen hören das Evangelium und sie hören es mit einer großen Hörbereitschaft. Auch dieses Bild ist eine ganze Katastrophe. Die ganzen Kinder, die Mütter auf den Armen haben, sind im Lager geboren, uneheliche Kinder, Vater unbekannt. Ersten 2 Jahre dürfen die Kleinen eine Stunde pro Tag bei der Mutter sein. Sonst müssen die Mütter arbeiten. Wenn die Kinder 2 Jahre alt werden, werden sie den Müttern weggenommen und kommen in staatliche Kinderheime. Ich sagte es schon, die staatlichen Kinderheime sind Brutstätten der Kriminalität. Ein Teufelskreis sondergleichen. Sind diese armen Kinder damit vorprogrammiert für die Verbrecherlaufbahn? Wenn da nicht ein Wunder Gottes geschieht, dann sieht es wirklich so aus. Gottlob durften dann in den Jahren, auch nicht nur in den Schulen, anstelle des bisherigen Atheismusunterrichtes, sondern auch in den staatlichen Kinderheimen, junge Geschwister hin, um Kinderstunden zu halten. Ist zum Glück noch nicht vorbei, auch nicht unter Putin, wenn es auch hier und dann mal eingeschränkt wurde durch das Betreiben des orthodoxen Priesters. Möge es Gott schenken, dass Gott es schafft, diese Kinder mit der frohen Botschaft zu erreichen, dass aus ihnen etwas Neues wird. Hier sehen wir die Lagerschlagen. Sie ist den Gläubigen sehr zugetan. Wenn man mit ihr spricht, hat man den Eindruck, ist das nicht eine heimliche Christin, ähnlich wie Nikodemus. Sie sagt, ich muss sehr vorsichtig, ich habe Vorgesetzte, die mir dauernd Vorwürfe machen. Ich würde mit der Freizügigkeit gegenüber den gläubigen Häftlingen
eine Häftlingsrevolte provozieren. Aber sie sagt, das ist völlig absurd. Das kann nicht sein. Und die Gläubigen, und sie ist wie eine Mutter für diese Frauen und hängen an ihr. Gott macht auch manchmal auf ungewöhnlichen Wegen Geschichte, so wie auch an dieser Frau. Sie ist Häftling in diesem Frauenlager in Gomel gewesen. Sie schilderte ihr Leben folgendermaßen. Sie war eine hundertprozentige Atheistin. Sie war Professorin an der Universität in Minsk. Minsk ist die Hauptstadt von Weißrussland. Und sie hatte einen Lehrstuhl für Kommunismus und realen Sozialismus. Die Partei war für sie ein und alles. Sie hat ihr Leben der Ideologie verschrieben. Und dann passierte Folgendes, dass Mitte der 80er Jahre dann ihr Kollege, der Familie hatte, sie umgarnen wollte. Sie weigerte sich, darauf einzugehen, denn sie hatte doch noch Prinzipien in ihrem Leben. Und dann hat er sich einen teuflischen Plan erdacht. Er brachte seine eigene Frau ins Leben und die Indizien wurden so geschickt manipuliert, dass der Verdacht auf sie fiel. Sie habe angeblich aus Eifersucht seine Frau ums Leben gebracht. Und so wurde sie verhaftet und als Mörderin verurteilt. Ob nun der Richter von ihm bestochen war, ist auch möglich. Aber sie war unschuldigerweise als Mörderin zu 15 Jahren Lagerhaft in diesem Frauenlager verurteilt. Sie war völlig fix und fertig. Verbittert auf die Partei, dass ihr niemand Glauben geschenkt hat aus der Partei. Die ganzen Parteigenossen haben sich von ihr abgewendet. Dieser Partei, der sie doch so sich hingegeben hatte und ihr Leben verschrieben hatte. Und so saß sie da völlig verbittert und enttäuscht in ihrer Gefängniszelle. Das war ihre Verurteilung 85 gewesen. Dann kam die Wende und sie war intelligent genug, um zu wissen, mein Leben ist für ein für alle Mal kaputt. Eine gehobene Laufbahn, auch wenn ich mal wieder entlassen werde, ist aussichtslos. Dann kam die Wende und eines Tages kam eine junge Gruppe von Gläubigen aus der Gemeinde des Ortes, aus Minsk, und haben einen Dienst getan. Mit Zeugnissen, Liedern, Botschaft wurde das Evangelium verkündigt. Und da wurde sie hellhörig. Dann sagte sie sich, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren, mein Leben ist ruiniert. Aber wenn das stimmt, was diese jungen Leute bezeugen, dann habe ich ja nur zu gewinnen. Und sie wagte es. Sie schenkte ihr Leben Jesus Christus und wurde ein neuer Mensch. Und dann gehörte sie jahrelang zu den tragenden Säulen in diesem Frauenlager, durfte so manchen der Häftlingsfrauen zu Christus führen. Dann war vergangenen Jahr ihre Entlassung und jetzt macht sie es von der Freiheit her. Einen sehr feinen seelsorgerlichen Dienst an den Frauen, an den Verbrecherinnen im Lager. Und wisst ihr, was sie heute sagt? Gott muss wohl in seiner Wegführung in meinem Leben keine andere Möglichkeit gewusst haben, mich in meiner Überzeugung als Atheistin zu zerbrechen, als auf diese Weise. Höchst erstaunlich, zu welcher Erkenntnis sie gelangt ist. Jugendstrafanstalten sind brechend voll. 14- bis 16-jährige jungen Burschen. Älter kommen sie schon in normale Straflager mit Erwachsenen und werden es immer schlimmer. Sollte aus diesen jungen Burschen, die noch ihr Leben vor sich haben, eine kaputte Existenz schon haben, die schon teilweise in Schwerverbrechen verwickelt waren, sollte aus ihnen nicht etwas Besseres werden? Und auch sie hören, dass die Botschaft des Evangeliums. Und auch diese Schwester ist wie eine Mutter für diese Burschen und durfte so manchen schon zu Christus führen. Die Frage, die uns auf den Nägeln brennt, kann nicht durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft noch weiter die Kreise gezogen werden? Muss man nicht viel früher schon ansetzen, bevor sie überhaupt dahin kommen? Welche Möglichkeiten gibt es? Gott, der Herr, hat Wege beschritten, dass man erstaunen kann, ob in Sibirien,
im fernen Wladiwostok bis im europäischen Teil, in der Ukraine, im Baltikum, in Weißrussland, in einem Straflager nach dem anderen, sind die Türen offen. Hier sind wieder in einem Straflager in Sibirien Häftlinge versammelt. Sie erleben etwas mit, was inzwischen schon in einigen Lagern Tradition geworden ist, ein Taufgottesdienst im Straflager. Die Männer, die wir hier sehen, sind alles Schwerverbrecher, einige Drogendealer, Mörder, die Raubüberfälle hinter sich haben und so weiter und so fort. Sie haben Christus angenommen, haben es erlebt, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei und lassen sich taufen. Mitten im Straflager, mit offizieller Genehmigung der Lagerleitung. Hätte uns das jemand vor 15 Jahren gesagt, hätten wir gesagt, nein. Eher wird sich die Erde rückwärts drehen und die Sonne zurückgehen, als dass das passiert. Aber wir haben einen Gott im Himmel, der Wunder tut und uns immer wieder in Erstaunen versetzt. Und so wurden diese Männer getauft in den Tod Christi und damit in eine Verbindlichkeit. Ja, sie legen sehr viel Wert und es ist ein Grundbedürfnis, sich ganz unter die Herrschaft Christi zu stellen durch das Gebet des Glaubens. Und hier singen diese frisch Getauften zur Ehre Gottes ihre Lieder. Darf ich das mal so auslegen? Markus 16, Vers 16 lesen wir über die Kennzeichen derer, die da glauben, ja, dass sie mit neuen Zungen reden. Und das ist bei diesen Männern buchstäblich der Fall. Denn, das bezeugten mir gläubige Häftlinge, die früher dort waren, dass die Verbrecher einen Jargon sprechen, der an Schmutzworten nicht mehr zu überbieten ist. Man sagt auch von denen, die in russischer Gefangenschaft waren, dass Russen schrecklich fluchen können, besonders wenn sie betrunken sind. Aber die Verbrecher in den Straflagern kennen keine vernünftige Sprache. Alle Gegenstände sind nur mit Fluch- und Schimpfworten besetzt. Und das ist verstummt. Das geht nicht mehr. So erzählte mir Bruder Janssen, was sie erlebten in einem Straflager, war Folgendes. Da hatte sich ein Verbrecher bekehrt. Und dieser Verbrecher war bekannt als der schrecklichste Flucher des ganzen Lagers. Aha, da ist wieder der Ivan. Unser Flucher des Lagers. Und er konnte nicht mehr fluchen, weil er sich zu Christus bekehrte. Und dann dachten sie, wir müssen doch den wieder mal zum Fluchen bringen. Und dann wurde ihm beim Mittag die Suppe, die Häftlingssuppe ausgeteilt. Und dann nahm einer der Verbrecher seine Schale mit glühend heißer, kochender Suppe und schüttet sie diesem Ivan schnell hinter sein Gewand. Die Brust war total verbrüht. Er stockte im Moment, aber er schwieg. Man wollte dadurch diesen Mann wieder zum Fluchen bringen. Das hat nicht geklappt. Da waren die anderen sehr überrascht. Aber hier singen diese Männer zur Ehre Gottes ihre Lieder. Und darum, denke ich, darf man das auch hier in diesem Zusammenhang sagen, dass sie mit neuen Zungen reden. Ja, so sitzen diese Männer. Viele von ihnen warten noch auf die frohe Botschaft oder denen, die schon gläubig geworden sind, warten auf den Tag ihrer Entlassung. Aber wie geht's dann weiter? Wenn sie auch zum Glauben gekommen sind, wenn sie auch sehr gute Vorsätze haben, nicht mehr in die Verbrecherlaufbahn einzusteigen, aber wohin sollen sie, wenn sie entlassen werden? Sie haben keine Familie. Die meisten haben keine Familie, weil sie unehelich alleine aufgewachsen sind, keine Beziehungen haben. Wenn sie Familien hatten, das waren einige wenige, dann haben sie durch ihre verbrecherische Vergangenheit sich alles verdorben. Sie haben kein Zuhause, liegen auf der Straße. Und dann dauert es nicht lange, dann quält der Hunger. Wohin? Und die Gefahr, wieder in das alte Leben zurückzugreifen, ist sehr schnell gegeben. Und darum sind die Gemeinden gefordert, dass man diesen entlassenen Strafgefangenen die Möglichkeit gibt, am Bau von Gemeindehäusern, Reparaturarbeiten, die praktisch begabt sind, auch mit einzubeziehen
und sie tun es gerne. Dass sie dann für ein Taschengeld, für ein Stück Brot, sich ihr Brot verdienen mit ihrer eigenen Händewerk, ist etwas Wichtiges. Und wenn sie sich dann eine Zeit bewährt haben, dann ist es schon leichter, auch irgendwo eine Arbeitsstelle zu finden. Oder sie machen mit, lernen Gitarre spielen und einige, die dazu fähig sind, gehen dann zurück, sammeln solche entlassenen Häftlinge zu Hauskreisen oder gehen auch in die Haftanstalten zurück, arbeiten unter Jugendlichen und helfen mit bei Vorbereitungen von Traktaten, Einladungen zur Evangelisation in den Gemeinden, helfen mit bei der Verteilung des Wortes Gottes und bringen sich auf diese Weise ein. Und das macht Freude, dass man sie sammelt, dass sie Gemeindeanschluss haben und mit sich einbeziehen können, auch bei den Klapptischbüchereien, die wir einrichten durften in den Jahren nach der Wende. Sind Sie mit dabei? Ich hatte eine Predigerkonferenz in Kiew miterlebt, da saß ich neben einem ehemaligen Mörder und ich war erstaunt, was Gott aus dem Mann gemacht hat, der heute als Seelsorger in der Gefängnisarbeit steht. Ja, möge es Gott schenken, so wie aus Simon Petrus, aus Jakobus, Johannes Menschenfischer geworden sind, dass Gott noch aus vielen Verbrechern Menschenfischer gemacht hat. Ja, mit diesem Bild wollte ich schließen. Können wir das Licht anmachen? Danke. Ich möchte einige Passagen aus der Zeit weitergeben, in der Gott sich bezeugt hat an den Häftlingen und dass auch das, dies Zeugnis nicht wegzuwischen war. Die Kommunisten haben es nicht geschafft. Sie standen gleichsam wie vor einer Wand. Und das ist das Geheimnis der Christusgläubigen. Ich sagte vorhin, in Christus ging Gott mit ins Gefängnis, in die Einzelzellen und hat den Seinen beigestanden. Immer, in jedem Fall, ich möchte sagen ja. Denn wenn unsere äußere Hülle durch einen Märtyrertod genommen wird, das Eigentliche ist unantastbar. Wenn ich denke an Wladimir Chailo, der in der Psychiatrie war, 8 Jahre lang, das war sehr willkürlich, das geschah dann unter Andropow schon in den 80er Jahren. Man steckte sie in die psychiatrische Anstalt, ohne Gerichtsverhandlung, um sie fertig zu machen. Der Bruder war einmal völlig am Ende. Er sagte, ich war drauf und dran, meinen Glauben aufzugeben. Ich fühlte mich so verlassen. Eines Tages holt ihn dann der ihn behandelnde Arzt, der mit Psychopharmaka, mit verschiedenen Methoden versuchte, kaputt zu machen, holte ihn ins Büro. Und da sagt dieser Mann zu ihm, wissen Sie was? Er schaltete vorher alle Abhörgeräte ab, dass ihn keiner mithört. Und da sagte dieser Arzt zu ihm, wissen Sie was? Halten Sie sich an Christus, an Ihrem Herrn. Dann können wir nichts mehr machen. Wir haben Befehl aus Moskau, an Ihnen ein Exempel zu machen. Und wenn wir es schaffen, Sie zu brechen, da kommen alle ihre Geschwister nicht mehr in Straflager, sondern in die psychiatrischen Anstalten. Aber wir wissen, und davon bin ich überzeugt, wenn sie sich an Christus halten, sind wir machtlos. Und da wusste Wladimir Chailo, welche Verantwortung er trug. Warum der Arzt das gemacht hat, ist uns ein Rätsel. Haben wir nie mehr erfahren. Gott weiß es. Aber Gott gebrauchte ihn, um das aufzuzeigen. Und das war auch das Geheimnis, was Johann Jansen erlebte, den ich persönlich kenne, der schon beim Herrn ist. Er sagte, als ich in der Untersuchungshaft war, dann hat der Offizier immer wieder versucht, mich in meinem Glauben zu brechen. Schaffte es nicht. Dann eines Abends war wieder Verhör. Da wurde der Offizier so wütend, er reißt die Pistole heraus, richtet sie mir auf die Brust und schreit mich an,
Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich hier zu erschießen? Ja, sagt der Bruder, ich weiß, Sie haben die Macht zu schießen. Und ich habe eine größere Macht wie Sie. Ich kann im Frieden sterben mit Christus und Sie nicht. Da war der Mann besiegt, steckte die Pistole weg, Verhör war zu Ende. Der Bruder sagte, als ich dann in meine Zelle zurückkam, zitterte ich am ganzen Leibe. Ich habe mich selbst nicht mehr begriffen, warum habe ich dem Mann so geantwortet. Das ist das Geheimnis Christus in euch. Habt keine Angst, wenn ihr verhört werdet. Ich gebe euch zu der Zeit, was ihr sagen sollt. Ich lasse euch nicht in Stich. Und so konnte das auch... konnten das andere Brüder erleben. In Barnaul, ein Prediger des Evangeliums. Und er erlebte Folgendes, er wurde verhaftet. Warum? Er war ein glänzender Redner, überzeugter Kommunist. Und hat immer wieder durch seine schlagfertige Argumentation die Menschen für den Kommunismus begeistert. Und dann kam die Stunde, wo ihn Christus durch sein Wort fand. Er wurde ein neuer Mensch. Und jetzt gebrauchte Gott seine Rednergabe fürs Evangelium und hat Menschen überzeugt fürs Evangelium, auch Kommunisten. Und das konnte natürlich den Machthabern nicht egal sein. Dann wurde er verhaftet. Weil er aber in den Verhören immer wieder einen Offizier nach dem anderen mit seiner Schlagfertigkeit überzeugte für Christus, dann konnten sie es nicht mehr länger aushalten. Haben sie ihm beim lebendigen Leibe die Zunge herausgerissen, mit blühenden Eisen gefoltert, bis er starb. Und als der Mann heimging zu seines Herrn Freude, dann passierte eine Erweckung unter der kommunistischen Jugendorganisation. Er war bekannt, dass dann die Geheimdienstoffiziere nachher sagten, hätten wir dem Mann doch bloß leben gelassen. Durch seinen Tod haben wir noch mehr vom Kommunismus verloren als vorher. Das sagten dann Geheimdienstleute. Gott ließ auch da, auch wenn es durch Stiefen ging, nicht im Stich. Und dann noch zurückkommend auf das, was ich vorhin sagte, die Zeichen derer, die da glauben, sind die, ja, mit neuen Zungen reden. Da steht ja auch noch etwas mehr. Die mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und so erzählte das mir Bruder Janssen von einem Leidensgenossen, den er persönlich kannte, Folgendes. Auch dieser Bruder, Prediger des Evangeliums, war verhaftet. Und in der Untersuchungshaft sollte auch er im Glauben gebrochen werden. Und sie schafften es nicht. Schließlich ging es weiter und weiter und versuchten ihn zu brechen. Eines Tages wurde er wieder ins Verhör gerufen. Und da saß im Büro des Offiziers noch ein Mann im weißen Kittel. Dem Bruder war sofort klar, dass er ein Offizier der Staatssicherheit, der als Arzt war. Und auf dem Schreibtisch des Offiziers war die aufgeschlagene Bibel und ein Glas Flüssigkeit sah aus wie Wasser. Dann eröffnete der Offizier das Verhör und fragte den Bruder, Sie haben doch behauptet, so steht es im Protokoll, dass Sie alles glauben, was in der Bibel steht. Und jetzt lese ich Ihnen etwas vor und dann will ich sehen, ob es stimmt, was Sie sagen. Ein Zeichen derer, die da folgen werden, sind die, in meinem Namen werden die Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Da hörte der Offizier auf. Hier fordere ich Sie auf, hier ist ein Glas hochprozentiges Gift. Trinken Sie das bitte aus, wenn es wahr ist, was Sie glauben. Ich habe es doch schwarz auf weiß hier gelesen und Sie können sich überzeugen, dass es stimmt. Wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Sie glauben ja alles, was hier steht, bitte trinken Sie das Glas leer. Aber damit Sie wissen, dass wir hier keinen Spaß mit Ihnen treiben, dass das nicht einfach nur Wasser ist, holten sie einen Hund herein, nahmen einen Teelöffel von dem Gift, flößten es dem Hund ein. Es dauerte keine 5 Minuten und der Hund war tot. Der Bruder erkannte den Ernst der Situation. Er fragte dann die beiden Männer, darf ich vorher noch ein Gebet sprechen?
Das erlaubten sie ihm. Und der Bruder betete etwa mit dem Inhalt: Herr, du weißt, dass ich dich hier nicht herausfordern will. Was wir als Christusgläubige auch nie dürfen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Aber hier steht deine Ehre und die Glaubwürdigkeit deines Wortes auf dem Spiel. In Gegenwart dieser beiden Vertreter der atheistischen Sowjetmacht, die eindeutig antichristliche Züge trug, wie auch das Dritte Reich antichristliche Züge trug. Darum lege ich mein Leben ganz in deine Hände. Ich bin mir bewusst und ich traue es dir zu, dass du dieses Gift unschädlich machen kannst. Aber wenn du es nicht tust, lege ich mein Leben in deine Hände. So betete der Bruder, ähnlich wie die drei Männer, bevor sie in den Feuerofen kamen. Herr, wir glauben, du kannst die Flammen unschädlich machen, aber du musst nicht. Gott kann, aber muss nicht. Ganz wichtiger Zusammenhang. Und dann trank der Bruder das Glas leer. Jetzt wurde er von vier Augen beobachtet, von diesen beiden Männern. Die Zeit verstrich. Es müsste an dem Mann doch was passieren, und passierte aber nichts. Es veränderte sich überhaupt nichts bei dem Bruder. Dann verstrich die Zeit. Der Arzt wurde schon nervös, weil die Zeit überschritten war, griff nach dem Puls bei dem Bruder, schaute ihm in die Augen, alles normal. Dann warteten sie noch mal so lange. Dann wurde der Arzt außer sich vor Erregung, nahm sein Parteibuch, zerriss es in Fetzen, sagte: Hier bin ich von der Macht Gottes überzeugt worden. Ich will Christ werden. Und der Mann bekehrte sich zu Christus. Und so hat sich an vielen Stellen Christus bezeugt, als der, der die Macht hat. Die Macht hat über Leben und Tod. Warum lässt er den einen den Märtyrertod sterben, den anderen nicht? Ist Gott unfair? Nikolai Chmara, dem man die Zunge rausriss, und dem Bruder, den Gott bewahrt hat mit dem Gift. Wir sind Menschen, weil wir nur in unserer Begrenztheit sehen. Von der Perspektive Gottes sieht es alles ganz anders aus. Und es ist gut, mal in diesem Zusammenhang mal das Kapitel des Glaubens, Hebräer 11, mal durchzulesen und das mal zu beherzigen. Und das Ende des Kapitels, in dem gleichen Kapitel steht drin, dass Gott wunderbare Dinge getan hat an den Erzvätern im Alten Testament, aber auch Menschen umkommen ließ. Gott ist nicht unfair. Man muss vom Ende her denken. Denn vom Ende der Vollendung her ist keiner bevorzugt. Auch der, den Gott umkommen lässt und den nicht. Es ist nur die äußere Hülle, die Machthaber antasten können. Das Eigentliche nicht. Das ist mir sehr stark bewusst geworden nach der Wende, als ich Dienst in Chemnitz machen durfte. Und dann kam nach der Versammlung ein älterer Mann auf mich zu. Wir kamen ins Gespräch. Wir kamen dann auf das Konzentrationslager in Buchenwald zu sprechen. Und da fragte ich ihn prompt: Sie waren dort, ja? Kannten Sie Pastor Paul Schneider? Ich weiß nicht, ob jemand das Zeugnis kennt, der Prediger von Buchenwald. Und dieser Mann der bekennenden Kirche, der war ein unerschrockener Zeuge und im Widerstand gegen das Naziregime, hat auch da die antichristlichen Strukturen in diesem Regime durchschaut, wie wenige Deutsche zu der damaligen Zeit. Und dann fragte ich ihn, kannten sie ihn? Und der Mann hatte ja den Mut, Zeugnis zu geben, auch unter den Häftlingen, unter den Offizieren der SS, und kam in Einzelhaft, hat dann durch die Gitter der Gefängniszelle beim Appell der Häftlinge immer wieder mal Bibelverse hinausgerufen, bis er wieder verprügelt wurde und man ihn schließlich sein Leben auslöschte, noch bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach. Da fragte ich den Bruder, kannten Sie ihn? Ja, sagte er, den kannte ich. Leider gehörte ich aber da auf die falsche Seite. Paul Schneider war Häftling und ich gehörte mit zum Wachpersonal. Aber wir hatten den Befehl aus Berlin, den Mann in seinem Glauben zu brechen. Und das haben wir nicht geschafft. Und das haben wir in der SS nicht begriffen. Warum konnten wir seinen Glauben nicht brechen? Wir konnten ihn körperlich zugrunde richten. Wir haben es geschafft, andere Häftlinge zu psychischen Krüppeln zu machen.
Aber an diesen Mann kamen wir nicht heran. Als er starb, hatten wir den Eindruck, er blieb das Eigentliche seines Lebens, blieb für uns unantastbar. Er ging wie weg in eine bessere Welt. Und das haben wir nie begriffen. Und nach dem Krieg suchte ich nach dem Geheimnis, sagte er mir, nach dem Geheimnis von Paul Schneider, bis ich es in Christus gefunden habe. Christus in euch. Das ist das Geheimnis der Christusgläubigen, den Schatz, den wir haben. Wenn Christus in unserem Herzen wohnt, zu einem neuen Leben, ein Leben, das unantastbar ist, weil es in Gottes Hand geborgen ist. So hat es Jakob Esau dann mal seinem Offizier entgegengerufen, als er sagte, ich möchte dich am liebsten vernichten. Oder Johann Jansen sagte das, dann bekam es gesagt vom Offizier, an dir eine sowjetische Kugel zu verschwenden, ist noch viel zu schade, die sowjetisches Eigentum ist. Wir müssen dich auf andere Weise ums Leben bringen. Mit großer Verachtung haben die Machthaber immer wieder darüber gesprochen. Aber es blieb unantastbar. Jakob Esau sagte zu seinem Offizier, Sie wollen an mein Leben heran. Steigen Sie hoch zu Gott, bei ihm ist es geborgen. Als Häftling, der jederzeit, wo der Offizier ihn an die Wand stellen könnte. Aber Jakob Esau lebt heute noch, ist im Dienst und das macht uns froh. Dass Gott, der Herr, die Seinen durchgetragen ist, hat bis heute. Und auch darum ist es uns ein Anliegen, dass die frohe Botschaft weitergeht, weitergebracht werden darf unter den Häftlingen, unter den Menschen in der GOS. Und wir dürfen es auch mitnehmen. Wenn wir auch manchmal durch Lebenskrisen kommen, wenn wir angefochten oder angegriffen werden, er sitzt im Regiment und führt alles wohl. Es gleitet nichts ihm aus der Kontrolle. Nicht mal ein Haar, das von unserem Haupte fällt, geschieht, ohne dass es der Herr nicht weiß, will und fügt. Und so gesehen dürfen wir uns bergen in seine Geborgenheit und wissen, er trägt durch. Was er uns in unserem Leben noch zumutet, wissen wir nicht, weil wir nicht Gott sind. Aber das eine wissen wir, er bleibt bei uns alle Tage bis ans Ende der Tage. Er lässt die Seinen nie in Stich und er kommt nie in Verlegenheit. Er weiß, was er tut. Ich möchte noch ein paar Sätze sagen zu dem, was hier auf dem Tisch liegt. Einmal die Missionsnachrichten, haben sich gestern schon einige bedient. Wer es nicht getan hat, darf gerne aus der Arbeit etwas mitnehmen. Und Gebetsanliegen mitnehmen, auch diese junge Jakutin aus der Gegend, wo Wiens im Todeslager war, ist aus dem Schamanismus zum Glauben gekommen. Die Spuren gehen weiter, auch unter diesen Völkern, die im Schamanismus Sibiriens leben, gerade in den Städten, wo die vielen berüchtigten Straflager waren, wirkt Gott. Kirkojan, der Fischer von Usnera, ein junger Jakute, der aus dem Schamanismus zum Glauben gekommen ist, oder Igor, der sogar selbst Schamane war, ähnlich wie die Medizinmänner im afrikanischen Busch. Er ist zum Glauben gekommen und betreut heute eine der neu gegründeten Gemeinden. Dann einige Zeugnisse aus der Vergangenheit von Georg Wiens, habe ich gestern gezeigt. Hier ist das Lebenszeugnis von Jakob Esau, den ich erwähnte. Über die 8 Jahre seines Lagerlebens, was er an Strapazen durchgemacht hat, beschreibt er, trotzdem macht Gott keinen Fehler. Das hat er erfahren oder auch David Klaassen, wenn du nur nicht glaubtest. Was der in den 10 Jahren Lagerhaft, in all dem Schweren an Wundern Gottes erlebte, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Man wollte ihn einmal verbrennen, auf Befehl des Geheimdienstes, und Gott ließ es nicht zu. Im letzten Moment schaltete sich Gott ein. Und der Offizier, der ihn dann immer wieder verhören musste, der sagte uns, wäre es viel lieber, du würdest ein Säufer sein, du würdest stehlen, du würdest Frauen vergewaltigen, als dass du an Christus glaubst. Wenn du nur nicht glaubtest. Das waren Aussagen aus dem Munde des Offiziers, der ihn behandelte, der ihn quälte. Und doch stand auch er unter dem Schutz des lebendigen Gottes. Und das kann man da in ergreifender Weise nachlesen und Gott für seine Größe danken.
Dieses kleine Büchlein, was ich vorhin erwähnte, lasse ich mal hier. Ihr könnt mal drin blättern, das mal betasten, wie sich das anfühlt, was Gott aus diesem Büchlein schon gemacht hat.